Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu Dead by Daylight. Und wir sind heute der kleine Frederik. Und versuchen mal, die Survivor ein bisschen zu ärgern. Ich hoffe, die Videoqualität ist okay. Generell gibt es oft Probleme mit Freddy-Runden aufgrund der Traumwelt, was die Videos angeht. Und schon weg. So. Das ging schnell und das gefällt mir. Haben wir erstmal gezeigt, wir sind da. Und die anderen haben hoffentlich Angst. Wo war jetzt die Palette hier? Okay. Okay. Gehen wir hier hin? Porten wir nicht rüber? Cool, dass ich außen rumlaufe. Aber wir haben Pop noch ready. Wo sind die denn hin? Ich hätte mir Pop vielleicht aufheben sollen für den Gen. Ich bin halt auch so blind, sonst habe ich sie verloren. Ah. Eigentlich schon denke ich, dass sie nicht so weit weg ist. Dich gerade schon, ne? Es tut mir leid. Irgendwie tut es mir leid. Andererseits muss halt auch meine Kills kriegen. Ich bin ein Killer. So, ist hier irgendwo ein Schrank? Das wäre auch zu schön gewesen. Ich hätte mir vielleicht vorher überlegen sollen, welche Gens ich beschützen möchte. Die Arme. Es ist schön, wie die leuchten, wenn die schlafen. Die Survivor. Rennt einfach weiter. Oh, sind alle hier. Ich hänge jetzt sie auf, damit ich hier in der Nähe bleibe und mit Pop gegen den Gen treten kann.
Jane war auch hier hinten. Die ist auch mit Jake weggerannt. So. Aber vielleicht sollten wir den Jenner einfach aufgeben. Ich habe nur so getan, als würde ich durchporten. Das ist gemein, ich weiß. Mensch, Jane, ich bin erschrocken. Ach, die Klödi. Ich glaube, ich nehme mich jetzt raus. Es spielt sich einfach angenehmer, wenn wir nur noch drei Survivor im Spiel haben. Dort hinten ist die Mac. Die ist hinter die Wand gegangen. Da ist, glaube ich, die Luke. Ja, da ist kein Fenster, da ist die Luke. Würde ich behaupten. Ich habe ehrlich gesagt nicht aufgepasst, ob die vielleicht ein Offering geschmissen haben. Hier. Eventuell machen sie dort hinten raus. Jen? Okay, den können sie ruhig rausnehmen. Der ist sowieso zu weit weg, um ihn zu beschützen. Jake denke ich immer, er will Mindgame, aber dann rennt er einfach weiter. Jake. Das war aber nicht nett. Oh. Geht zu dem hinteren, Jen? Nix. Jetzt sind sie nur noch zwei. Ich dachte, richtig gesehen, hier war ein Vogel. Jake, du hast abgeschmiert. Die rennen hier immer alle durchs Haus. Ist Jane im Schrank mit Frontal? Das wäre cool. Witzig. Anscheinend nicht. Ja. Ja. Die Frage ist.
Auf welcher Seite rennt sie hinter? Sind schon an mir vorbeigeschlichen. Wir gehen mal hinter. Die Luke müsste eigentlich da sein. Ja. Luke ist da, wo wir sie vermutet haben. Ist ja selber gesprungen. Wow. Wo ist denn Jane? Jake. Wo ist Jane? Eine fast Namensvetterin. Versteckt sich, oder? Oder sucht den Schlüssel und die Luke? Unlucky. Warte, ich will Jane. So, und dann seid ihr beide tot. Am Haken. Nämlich. Ihr dürft euch noch mal retten. Oh, hier sind Blutspuren. Okay, dann. Es war gerade ehrlich gesagt eher so ein... Einfach nur so ein Versuch. Jane hätte versuchen müssen zu springen. Weil er sich erst hier schon geheilt hat. Und dann dachte ich, okay, ich gehe noch mal gucken. Und er war wieder hier. Ja. Freddy macht schon Spaß, wenn es eine gute Runde ist. Ansonsten nicht so. Schade, die Aufgabe nicht geschafft. Aber wir sind alle tot. Ja, ich habe die Glödi rausgetunnelt, in Anführungsstrichen. Aber ey, cool, GG, well played. Weiß nicht, ob das auch auf mich bezogen ist. Ich reagiere nicht. Danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Tschulidu!